So, du wolltest die Kölner Pommes dazu. Schnitzel essen gibt's eigentlich für mich nur eins, Erikas Eck. Ich sag mal, wenn man über einen Promille hat, dann gibt's nichts Besseres als Erikas. Wie man hört, Richtung 24 Uhr kommt die Kneipe langsam durch. Ganz am Anfang wusste ich nicht, was für eine Perle ich hier habe. Stefan Wilms hat seine Kneipe Erikas Eck beinahe Tag und Nacht geöffnet. Bis auf 3 Stunden am Nachmittag. Auch wenn da viele Leute immer vorstehen und sagen, aber stimmt hier nicht. Nein, es ist richtig, das gehört so. Moin, das sieht ja schon wieder lecker aus. 6 Uhr am Morgen. Die ganze Nacht werden warme Gerichte serviert. 3 Halben nehme ich gerne mit. Ja. Und der Reihe nach. Ein Met, ein Schwein, ein Rost. Anna ist Kellnerin. Seit 12 Jahren steht sie hinterm Tresen der Hamburger Kiezkneipe. Moin. In der Küche hat Koch Timmy das Sagen. Und, wie ist gelaufen? Erzähl. Nacht ruhig, wie immer. Ganz normal in der Woche. Schön. Ne? Zum Wochenende wird wieder verrückter. Was wieder anschärft. Mal wieder anschaffen und sauber machen, weil wir so viel Wert darauf legen. Ne? Ja. Gut, Stefan, ich mach mit dem vom Acker. Ne? Jo. Morgen wieder früh. Wünsch dir was. Weißt du? Ne, schlaf schön. Ja, und lass die Mädels in Ruhe. Dito. Erikas Eck ist eine alte Schlachterkneipe mitten im Schanzenviertel. Stefan, hast du noch mal 2 Minuten, bitte? Jo, wir kommen. Guido ist Schlachter und Stammgast. Na, du Kartonschlachter. Moment. Für dich immer noch Fleischveredler. Fleischdesigner. Designer, hast du vollkommen recht. Na, früher ist das zwar schon Realität, oder nicht? Alles mal so nicht. Hier wurde früher sehr viel geschlachtet und die Leute waren teilweise schon um 19 Uhr wirklich granatenvoll. Na, dann sind sie hier rein und damit sie da erstmal warm werden, gab es einen Kaffee und einen Weinbrand. So vielleicht auch noch einen zweiten. Ja, dann sind sie wieder zur Arbeit und dann, wenn sie dann mit der Arbeit so weit durch waren, das war dann Richtung 10, 11 morgens. So, dann sind sie nochmal hierher, nochmal einen Absacker. Mach mal ein bisschen böse, der Absacker dann. Alkohol bei der Arbeit ist heute verboten. Hier wird im Grunde nur noch zerlegt. Es kommen halbe Tiere an, die werden zerlegt. Und veredelt. Und die ganz alte Schlachtung von früher leider nicht mehr. Trotzdem, in Erikas Eck ist die Zeit stehen geblieben. Fantastisch. Es darf sich hier auch nichts verändern, weil die Leute würden dann enttäuscht sein, weil die Leute kennen es einfach nur so. Das ist halt noch Kult. Seit 40 Jahren gibt es Erikas Eck. Damals eine von vielen Schlachterkneipen, heute eine der letzten. Stefan? Ja? Denkst du bitte dran? Tschüss, schönen Feierabend. Dass wir morgen noch die große Bestellung haben. Mhm. Da musst du noch drauf achten, dass wir auch Lachs genug haben. Agnieszka Prantowitz arbeitet seit 3 Jahren hier. Seit dem Sommer ist sie Geschäftsführerin. Also ich bin der praktische Teil und sie macht Theorie, also sprich die Bücher. Und von Kasse zählen, machen, tun. Also da lassen sie mich. No. Also rumnörgeln bin ich zuständig. Vermeckern. Und ich muss jetzt den Mund halten. Doch, das kann ich am besten. Rumnörgeln und meckern. Oder? Die trauen sich jetzt natürlich alle nicht zu sagen, ist ja wohl klar. Ums Personal muss sich Stefan Wilms nicht mehr kümmern. Sein Augenmerk ist auf die Vorratskammer gerichtet. Curry, Ketchup. 2, 4, 6, 8, 10. Na, einmal. Hier in der Küche werden täglich über 100 Schnitzel, zentnerweise Kartoffeln und ganze Paletten mit Eiern verarbeitet. Die Zutaten bekommt Stefan Wilms um die Ecke im ehemaligen Schlachthof. Na, mal besser, bringst wieder Fleisch. Moin, Stefan, jo. Hi. Alles gut bei dir? So, ich guck mir hier noch mal rüber bei euch. Ist in Ordnung, ciao, ciao. Auch wenn heute keine Schweine und Rinder mehr auf dem Gelände herumlaufen, ist der Hamburger Fleischgroßmarkt mit seinen 4000 Mitarbeitern europaweit einer der größten Handelsorte für Wurst und Fleisch und allem, was in den Küchen gebraucht wird. Und dann geht das weiter ins Paniermehl. Gelernt habe ich 2 Berufe. Das war einmal Heizungsbau. So, da habe ich nachher nur noch 1 Familienhäuser und so weiter gemacht. Also sprich mal eben 900 Kilo. Zwar nicht anheben in dem Sinne, aber mal ein bisschen beiseite rücken. Das hast du dann schon im Rücken gemerkt. Naja, und dann kam eigentlich der Laden Erikas Eck dazwischen, weil meine Mama hat den dann übernommen. Ja, und dann habe ich eigentlich Heizung an den Nagel gehängt und habe dann Koch gemacht. Seit 12 Jahren ist Stefan Wilms Chef in Erikas Eck. Gelernt hat er auch, nach Angeboten zu schauen.
da lässt sich ordentlich sparen. Auf Jahr gesehen, sag ich mal, kommt da bestimmt immer ein Urlaub bei raus. Den ich zwar nicht nehmen, weil selbstverständlich. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Mathematik, da fehlt es manchmal bei mir. 630. Na, nicht ganz. Insgesamt liegen 700 Brötchen auf dem Wagen. Für eine Sonderbestellung. Bei seinem Fleischlieferanten, einem von insgesamt 250 Betrieben auf dem Fleischgroßmarkt, bestellt er mehrmals in der Woche. Moin, ihr Hübschen. Moin, Stefan. Hallo. Ja. Guten Morgen, grüß dich. Ja, du sag mal, für morgen bräuchte ich noch Oberschalen. Ja. Also Schweineoberschalen, würde ich sagen, 20 Kilo. Ja, schreibe ich gleich mal auf. Ne? Dann 6 Sämer. Und 20. Ja, Lars Wendt ist Juniorchef in dem alteingesessenen Familienbetrieb. Das, was hier auf dem Hamburger Fleischgroßmarkt geklatscht wird im Grunde, da sind wir auch zu schnell. Sehen Sie mal, die Kunden stehen hier vor mir, bestellen und wollen im Endeffekt die Ware mitnehmen. Binnen 10, 15 Minuten düsen die ja wieder los. Ja? Das ist hier ein ganz, ganz schnelllebiges Geschäft, aber hier eben halt das Wort hat Bestand. Und da gibt es auch keine Diskussion. Das sind Kaufleute im Grunde noch vom alten Schlag. Trotz Internet und E-Mail. Tschüss. Tschüss. Während Stefan Wilms sich auf den Heimweg macht, diskutiert Geschäftsführerin Agnieszka mit Stammkunden die neue Speisekarte. Der Gast ist König. Ja, dann muss sie auch nicht auch noch Klöpse dafür kriegen. Ah, du hast eine Kohlroulade. Das ja. Magst du doch auch gerne. Ja. Hackbraten. Ja. Dann Paprikaschoten. Ja. Das ist alles mit Hack. Und dann auch noch Königsberger Klöpse. Ja. Weil Hackbraten ist ja ohne Kapern. Verzichtest du auf deine Hühnerfrikassee? Ja. 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 Für Königsberger. Wenn ich bei den Klöpsen mit rote Beete stehen habe. Ich komme da mit Unterbrechung 22 Jahre hierher. Zwischendurch mal weniger, aber jetzt wieder mehr. Das liegt an der Chefin, weil die berücksichtigt, was die Kunden, die Gäste gerne essen. Was möchtest du trinken? Der Mittagstisch bietet große Portionen zum kleinen Preis. Ab 5 Euro wird hier gegessen. So, du warst? Mit Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Bitte. Danke. Guten Hunger. Kompliment an den Küchenchef. Was jetzt hier noch sitzt, das lassen wir auch noch so, bis die Putzfrau dann auch irgendwann energisch wird. Entschuldigung, wir müssen da jetzt auch mal ran und sauber machen. Eigentlich hat Erikas Eck seit einer halben Stunde geschlossen. 14:30 Uhr, Zappenstreit. Das kenne ich nur von nachts, 2:30 Uhr. Aber, aber dann hast du einen anderen Zustand wie jetzt. Ein sanfter Rauswurf. Immer wieder gerne hier, also mittlerweile auch zu jeder Tag- und Nachtzeit, ob das jetzt mittags ist für den Mittagstisch oder auch am Wochenende nach so einem Konzert zum Beispiel, ist das mittlerweile ein Pflichtgang hierher. Aber ich erwische mich auch selber, wenn ich mal auf Piste gehe, wo lande ich hier im Laden. Ist so. Für 3 Stunden macht der Laden dicht. Gearbeitet wird dennoch. Moin! Oh, hallo. Nee. Guten Morgen. Ich dachte, du kommst ja gar nicht mehr. Doch. Ist es verschoben worden, oder was? Ja, ich habe Mittelohrentzündung gehabt. Und eine Antibiotika genommen. Ach so, kannst und dann du eine Woche links und dann mal gucken. Ah, ja, kannst du nur um zwei oder drei Wochen verschieben. Ja. Mehrmals in der Woche kommt Getränkelieferant Dirk vorbei. Da lernt man sich kennen, bespricht auch Persönliches. Die Getränke hat Geschäftsführerin Agnieszka ebenso im Blick wie die Reservierungen für den Abend. Sie plant gemeinsam mit Kellnerin Kerstin. Ich denke, dass wir für diese Gruppe Tisch 4 dazu nehmen müssen. Nee. Wenn da 25 haben wir letztes Personen, Mal auf 24. Die haben da. Haben wir da reingekommen? Ja, sehr kuschelig, aber das ging. Es wird wieder voll werden. Alles selbst gemacht. Ja. Nur die Schweine züchten wir nicht selbst. Nee, noch nicht. Noch nicht. Auch ein Platzmangel. Aber bald, wenn meine Kollegin in Rente geht, dann macht sie sich selbst. Dann mache ich den Schweinehüter. Ja. Buchhaltung, Finanzen, Personalplanung. Das sind die Aufgaben von Geschäftsführerin Agnieszka. Was ich jetzt aber machen würde, jetzt die nächsten 2 Monate, weil wir viele Reservierungen haben, ja, dass wir Montag, Dienstag und Mittwoch noch einmal in die Küche stellen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal bin ich so flusig und da hat sie das einfach vom Gedächtnis her besser drauf. Wenn ich mir das so, sag ich mal, mit den Leuten, mit den Einteilungen, da wird bei mir was querlaufen und das läuft bei ihr einfach nicht quer. Vor 3 Jahren stand Erikas Eck auf der Kippe. Stefan Wilms führte den Laden alleine, war verschuldet und überarbeitet. Dann machte sein Herz schlapp. Ja. Stefan wurde krank, ist kurzfristig ins Krankenhaus gekommen. Bin ich dann sozusagen in kaltes Wasser gesprungen. Und dann musste ich das Ganze so von Gastronomie, habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt. Ja, und so kam ich dann rein, erstmal für 2 Wochen. Ja. Dann nochmal für 2 Wochen. Alleine kannst du so einen Laden auch nicht wuppen. Und ich habe meinen Part gefunden. Also mit Agnieszka klappt das wunderbar. Seit die gebürtige Polin dabei ist, wurden die Schulden beglichen, das Personal ergänzt und eine neue Küche eingebaut. Erikas Eck ist solide aufgestellt. Wird Stefan Wilms wieder fit und es gibt jede Menge Arbeit. Zum Beispiel die Sonderbestellung für eine Trauerfeier. 700 Brötchen sollen in 2 Stunden abholbereit belegt sein. Akkordarbeit für das eingespielte Team. Ja, 700 Brötchen. Bis 1000 Brötchen sind wir eigentlich geeicht. Nur durch die neue Küche, das muss ich auch erstmal alles einspielen. Und naja, da das heute ein bisschen später ist, kann ich auch vorne den Bereich nicht mitnehmen. Hätte ich gesagt, werde ich da auch ein paar, müssen wir auf kleinsten Raum hier jetzt arbeiten. Muss klappen. Backofen und Mitarbeiterin arbeiten an der Kapazitätsgrenze. Boing. Ein Unfallbrötchen. Aber der Stress verbindet auch. Du hast doch hier vor, bevor deine Tochter da war, hast du Flugsicherheit oder irgendwas? Hast du mit ja, aber Zug? Pennen war das. Du hast mir mal erzählt, dass du sagst, normalerweise halte ich nicht länger als 2 Jahre. Ja, ich wollte, hab hier auch schon ganz oft gekündigt. So insgeheim, ne? Oh, ich kündige. Inzwischen arbeitet Kerstin seit 13 Jahren hier. Ja, ohne geht nicht mehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber dann würde ich, glaube ich, in mein Kopfkissen rein. Infiziert sozusagen. Was? Infiziert. Ja. Die gut bürgerliche Hausmannskost hat sie überzeugt. Kann man gut essen, viel essen, lecker essen und rund um die Uhr essen. So, hier. Und das ist für viele wichtig. Kerstin gehört eigentlich zur Morgenschicht, hat bei den Brötchen angefangen und arbeitet nun im Service. Insgesamt beschäftigt Wirt Stefan Wilms 23 feste und freie Mitarbeiter. 3 Schichten gibt es. Vormittag, Abend und in der Nacht. Ebenso 3 Mannschaften und eigentlich 3 Lokale. So, dann wollen wir mal unser Schmuckkästchen hier so nett machen. Jetzt fängt das Abendgeschäft an. Das ist ein bisschen, ja, vornehm kann ich nicht sagen, aber es ist ein bisschen gediegener als nachts. Gaststätte? Gaststätte, Speise. Speisetanke. So, und natürlich auch reserviert. Klaus ist der Abendkellner. Unter seiner Regie verwandelt sich der Imbiss in ein gemütlich beleuchtetes Lokal. Das sieht alles schick aus, ihr Lieben. Wollen wir? Ja, die Tür auf. Wollt ihr zu uns? Ja, dann gucken wir mal, ob wir ein Plätzchen finden. Dann kommt mal rein. 17 Uhr. Hier sind die Gäste pünktlich. Hallo. So, ihr seid 2? Ja. Hier vorne bitte. Wieder mal ausgebucht. Setzt euch mal an den. Nein, leider nicht. Bis 7:15. Wir sind leider. Keine Viertelstunde und der Laden hat sich gefüllt. Jetzt muss der Service funktionieren, denn bereits in 1,5 Stunden werden die Tische wieder neu besetzt. Auf die wenigen freien Plätze hoffen Gäste, die spontan vorbeikommen. Guten Appetit. Hat Klaus schon Probleme, die Leute unterzukriegen. Somit müssen wir wahrscheinlich wieder welche wegschicken. Aber schön. Also nicht schön, dass wir wegschicken müssen, aber schön, dass es voll ist. Die Frau fürs Finanzielle ist zufrieden. Viel Arbeit heißt viel Umsatz. Und der ist gut fürs Geschäft. Klaus hat alles im Griff. Was sagst du so? Nun am Abend reißt der Besucherstrom nicht mehr ab. Ja, so langsam geht's los.
in der Selbstständigkeit, da kannst du nicht groß fragen. Also da darf dir für nichts zu schade sein. Und da, wo nur dein Mann ist, da muss er reinspringen. Der Inhaber ist immer wieder Springer in seiner eigenen Gaststätte. Er kennt jeden Handgriff, aber auch seine Stärken und Schwächen. Ich weiß nicht, wie dummes Zeug mache. Entschuldige. Auch Klaus weiß um die Talente seines Chefs. Die Mitarbeiter ist immer einfacher, wenn der Chef nicht da ist. Ne? Egal, wo du fragst, ob das in der Werkstatt ist, beim Friseur, der Meister, beim Bäcker, der Meister, oh, der Alte ist weg, Gott sei Dank. Aber es ist auch nicht verkehrt, wenn er da ist. Ne? Im Prinzip finde ich es ganz gut, wenn er sich auch mal sehen lässt. Das ist, hat der Chef fertig gemacht. Sagt der Klaus, das ist fertig und es fehlt alles. Vom Chef. Vom Chef, ja. Reinschauen. Ich habe eine Zeit lang im vorderen Bereich ausprobiert. Das ist nicht meine Welt, gebe ich auch zu. Nur wenn es sein muss, bin ich auch vorne. Ansonsten, wie gesagt, Koch hinten habe ich gelernt. Wo soll ich denn, wenn wir mal Löffel und Gabel haben? Löffel? Wofür? Ich bring dir auch Löffel. Aber ich bring auch. Erikas Eck ist bekannt für tellergroße Schnitzel: Wiener, Jäger und Zigeunerschnitzel. Manche bestellen gleich zwei auf einmal. Schnitzel essen gibt es eigentlich für mich nur eins, Erikas Eck. Weil die Schnitzel sind einzigartig. Es gibt in Hamburg keine Variation, was eigentlich die Schnitzel hier betrifft. Die Stimmung im Team ist blendend. Die Anerkennung groß für Timmy, den Koch. Eigentlich ist er ja für die Nachtschicht zuständig. Doch an diesem Abend springt er für einen erkrankten Kollegen ein und steht früher als sonst am Herd. Im Hochbetrieb gehen schon mal 120 Essen pro Schicht raus. Bratkartoffeln mit Schnitzel oder Steak, Würstchen oder Sauerfleisch. Jetzt ein großes. Ja, bitte. Wir sind ein Dreamteam, schwärmt Timmy. Vor 6 Jahren ist er durch Zufall auf Erikas Eck gestoßen. Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich arbeitslos. Aber nur kurz für eine Woche. Ich hatte woanders aufgehört. Und wenn mir irgendwo was nicht passt, dann höre ich auf, dann nehme ich die Schürze, gebe dem Chef in die Hand und dann bin ich weg. Interessiert mich nicht so. Und dann saß ich in der Badewanne, habe einen Kicker gelesen, mir einen angetrunken und die Stellenanzeigen nebenbei. So war es wirklich. Und dann war ich nachts um 2 oder 3 hier, habe mich vorgestellt und bin am nächsten Tag angefangen. Ja, ich will gar nicht mehr weg. Vorne im Gastraum steigt mit dem Pegel die Glückseligkeit. Ich war vor 35 Jahren das letzte Mal hier, war Taxifahrer in Hamburg. So ein Feeling. Ich habe hier jeden Morgen um 6 Uhr gesessen. Jeden Morgen um 6 Uhr gesessen und komme hierher und die gleiche Freude wie vor 35 Jahren. Es ist so. Weltklasse. Legendär ist Erikas Eck auch wegen der belegten Brötchen. Die schmiert Erika. Sie ist nicht die Namensgeberin, gleichwohl nicht wegzudenken. Von meiner Mama war sie schon lange. So, bei mir mittlerweile geht auch schon ins 12. Jahr. Erika ist 72 und bessert ihre Rente auf. So, wie lange bist du jetzt da? Keine Ahnung. So um die 20, schätze ich doch mal. Sie konnte hier machen und tun, was sie wollte. Selbst wenn Erika, sag ich mal, nicht mehr stehen oder sonst was mit Rollstuhl oder sonst was. Ich würde sie hier trotzdem. Und wenn sie hier nur Kartoffeln schält, ne? Ja, ach doch, ja, ah, doch. Schichtende. Das gediegene Restaurant. Das gediegene. Der Gourmet-Tempel wird jetzt geschlossen. Jetzt wird es ein bisschen anders dann. Sei doch mal so nett. Das ist nett von dir. Dankeschön. Wie man hört, Richtung 24 Uhr kommt die Kneipe langsam durch. Und das geht dann so, also jetzt am Wochenende zumindest, sag ich mal, 5, dann wird es ein klein bisschen ruhiger. Ich trau mich. Ich bin Jochen. Hallo. Die ersten Brötchen. Auf der Hitliste ganz vorne rangieren Mettbrötchen mit Zwiebeln. Doch auch Schinken, Wurst und andere finden sofort ihre Abnehmer.
Bitte eins mit Ei und Kabel. Zweimal. Eins davon bitte. Neben dem Krawattenträger stehen hier für Brötchen auch der Punk oder der Professor an, der Kiezgänger oder Notarzt. Stan, auch aus Polen, ist Taxifahrer. Lange nicht gesehen. Na, aber doch wieder erkannt, ne? Wunderbar, sofort erkannt. Du siehst richtig gut aus. Ja, du auch. Ist das Kaffee von mir? Ja, ja. Man trifft sich seit 30 Jahren hier und ich bin seit 30 Jahren Taxi-Driver. Und diesen kenne ich so lange schon. Wir haben uns auch hier kennengelernt. Und dann eben die Heimat verbindet uns. Stammlokal. Wir treffen uns generell 3-4 Mal die Woche und schnacken, quatschen und läuft das Ganze so und wie Family. Erikas Eck vereint sie alle, die leisen Kneipengänger und die schillernden, quer durch alle Schichten und Branchen. Geiler Abend, schön, dass du da warst, Victor. Draußen vor der Tür macht Taxifahrer Stan mit seinen Kollegen Pause. Chefin persönlich. Warte, so. Chyba możemy po polsku rozmawiać, nie? No oczywiście, że tak. To nie przeszkadza przecież chyba, nie? Przerwa już się kończy? Ja, natürlich. Ja. Weil die Zentrale macht Dampf. Sechs. Dann kommen die Taxi. Also nur halbtags. Ja, ist doch nur halbtags. Ja, vom 6 bis 18 Uhr. Okay. Ist doch nur. Aber es ist anstrengend. Nachts ist es ein bisschen anders als am Tage. Ne? Ja. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao, Stefano. So eine fette Beute. Danke, danke. Zu fortgeschrittener Stunde wird die Arbeit hinterm Tresen zur Herausforderung. Und zwar viermal. Wir bezahlen mit dir. Viermal. Viermal. Vier große oder kleine? Wir bezahlen vier Bier für vier Stück. Okay, ich nee, vier. Nee. Ja, damit können die Mädchen sehr gut umgehen. Und ich sag mal, wenn der ein oder andere ein bisschen zu viel getankt haben sollte, sag ich mal, das kann eine Frau viel besser regeln als ein Mann. Je mehr Alkohol fließt, desto mehr wird offenbar gegessen. In der Küche herrscht auch um 3 Uhr noch Hochbetrieb. So, ihr Lieben, tschüss zusammen. Angenehme Schicht. Schafft Kohle ran, Chef braucht Geld. Seid fleißig, Papa geht nach Hause. So richtig gehört. Tschüss. Tschüss, Klaus. Inzwischen steht Koch Timmy seit 10 Stunden am Herd. Regelmäßig am Wochenende kommt er für 2 bis 3 Nächte zur Arbeit in Erikas Eck. Viel Geld verdient, meine Frau gearbeitet, nebenbei ich. Frau ist weg, tiefer Absturz und heute bin ich mit dem, was ich habe, zufrieden. Und ich will es auch nicht anders machen. Ne? Kann nur eine Hose anziehen und nur 20 Zigaretten rauchen. Also was soll ich mit mehr Geld? Will ich nicht mehr haben. Ich bin glücklich und zufrieden. Früher hat Stefan Wilms allein in der Küche gearbeitet. Damit hat er seine Gesundheit und seine Ehe ruiniert. Wenn einer das mit Herz und Seele gerne mag, Koch, wunderbar, alles klasse, aber du wirst wahrscheinlich immer Single bleiben. Weil, ich sag mal, du musst Wochenenden machen, Feiertage, Tagschicht, Nachtschicht, Frühschicht. Also da musst du für geboren sein. Die Schichtarbeit hat einen hohen Preis. Dann habe ich eigentlich festgestellt, was Timmy ein Typ ist. Geradeaus, sage ich einfach mal, die Schnauze so, wie in die gewachsen ist. Ja, und das gefällt mir eigentlich auch, weil es gibt hier auch viele Arbeiter, sage ich mal, ich sage immer Seearbeiter dazu. So, wenn sie den Chef sehen, dann arbeiten sie. So, und Timmy, der kommt zu mir hin, steht dann da irgendwo in der Ecke und sagt, du, ich rauche jetzt eine. So, das ist seine Art. Am frühen Morgen treffen verirrte Touristen ein. Übernächtigte Kiezgänger genehmigen sich einen Absacker. Und auch Liebhaber der deftigen Kost haben ihr Ziel erreicht. Ich sag mal, wenn man über 1 Promille hat, dann gibt es nichts besser als Erikas. Ja? Und morgens ein schönes Roastbeef mit schönen Bratkartoffeln. Und als Vorspeise ein kleines Mettbrötchen mit Zwiebeln. Das brauche ich nicht erklären. Also, wer das nicht versteht, den brauchen wir es auch nicht erklären. Kurz vor 5. 500 Gramm Bratkartoffeln mit Ei und Schinken sind bereit zum Verzehr. Das ist jetzt das Bauernfrühstück, ja. Sagenhaft, ich weiß nicht, wie die Leute das essen. Ja, ich finde das schon eine Menge. Also ich könnte da bestimmt 3 Tage von essen. Guten Abend. Bauernfrühstück? Darf ich das mal so rüberreichen?
Belegte Brötchen kosten hier pro Stück 1 Euro. Attraktiv auch für die Beamten der umliegenden Polizeiwachen. Zum Schichtbeginn Frühstück von Erikas Eck. Eine schöne, ruhige Schicht noch, ne? Ja, bitte. Hallo. Das ist der 11. Die 11? Ja. Die Vorräte gehen zur Neige. Zeit, die nächste Ladung Schnitzel vorzubereiten. Also ich würde mal sagen, so der beste Artikel hier im Laden ist Schnitzel. Und ich könnte eigentlich auch Erika Schnitzelhaus machen. Ich glaube, das würde auch der Burner werden, wenn ich nur rein auf Schnitzel machen würde. Aber das machen wir nicht. Wir bleiben so, wie wir sind. Die Zubereitung folgt einem speziellen Rezept. So, und das ist der sogenannte Schmetterlingsschnitt. Dürfen dann nachher auch nicht zu dünn plattiert werden, weil dann wird das nachher beim Braten wieder trocken. Das ist auch so ein Trick, Folie dazwischen legen, dann zerreißt das Fleisch nicht beim Klopfen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Würze. Einmal ab ins Ei. Es darf nicht zu viel Panade sein, nicht zu wenig. Es darf das Fett wieder nicht zu kalt sein, darf auch nicht noch zu heiß sein. Na, wie viel hast du durchgeballert heute? Circa? 90. Jo. Bald ist die Doppelschicht geschafft. Das war heftig, ja. Ja, siehst auch gut aus. Schön durchgekaut. Die Spuren der Nacht sind bei allen unübersehbar. Langsam schwächeln auch die ausdauerndsten Nachtschwärmer. So würde ich jetzt sagen, CC Top. Ja, warum hast du so Vermutung? Miele, der Mann mit Bart und Melone, kommt schon sein halbes Leben hierher. Für mich ist das ein Stück zu Hause, auch wenn sich das komisch anhört. Ich komme hier schon ein paar Tage länger. Das hier ist eigentlich der Stammtisch. Heute sitzen die Kutscher da üblicherweise. Früher haben die Schlachter da gesessen. Und die sind längst abgelöst von den Nachtschwärmern. Ich will noch mal testen, ob da noch alles lebt. Das ist einfach eine alte deutsche Kneipe. Und das ist schön, dass es sowas noch gibt. Das wird immer seltener. Und auch in Richtung St. Pauli wird es immer weniger. Das wird alles schick an Cocktails und hast du nicht gesehen. Wenn der Morgen naht und es langsam ruhiger wird, dann hat auch das Team mal einen Moment Zeit für eine kurze Pause samt Manöverkritik. Na, wie war's? Anstrengend. Chaotisch. Habe ich was vergessen? Die Bratkartoffeln waren um 17:30 für 60 Leute fertig. Und dann halt die mal heißt, bis. Ja, die Ware leidet natürlich. Ich kann ja dann nicht verlangen, dass du alles nochmal neu machst. Schaffst du zeitlich nicht und wer soll das bezahlen? Ein bisschen Verlust ist immer, sagt Stefan Wilms. Und staunt selbst, dass aus Erikas Eck, der alten Schlachterkneipe, eine Kultkneipe geworden ist. Ganz am Anfang wusste ich nicht, was für eine Perle ich hier habe. Ich habe einfach gearbeitet und mittlerweile auch durch Internet und so die ganzen Feedbacks, die man von den Leuten so kriegt, das ist schon irre. Und deswegen den Laden, ne, den würde ich nie wieder aufgeben, so lange wie ich kann. Am frühen Morgen, wenn alle weg sind, einmal schnell Grund reinigen, bevor der nächste Ansturm auf die Frühstücksbrötchen kommt.